Erklärungsnot bei den mexikanischen Sicherheitsbehörden. Wie konnte der berüchtigte Drogenboss Joaquin Guzmán, genannt El Chapo, nunmehr schon zum zweiten Mal aus einem Hochsicherheitsgefängnis entkommen? Guzmán gelang am Samstagabend die Flucht aus dem Duschtrakt der Haftanstalt von Altiplano westlich von Mexiko-Stadt durch einen 1,5 Kilometer langen Tunnel, der in diesem Rohbau endet. Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto zeigt sich beim Besuch in der französischen Hauptstadt Paris empört. Ohne Zweifel ist das ein Affront für den mexikanischen Staat. Aber gleichzeitig habe ich das Vertrauen in die mexikanischen Behörden, besonders diejenigen, die für die öffentliche Sicherheit zuständig sind, dass sie die Aufgabe bewältigen und diesen Kriminellen mit Entschlossenheit wieder einfangen werden. Der 58 Jahre alte Guzmán war zeitweise der meistgesuchte Drogenboss der Welt. Im Jahr 2001 war er bereits sein erstes Mal aus dem Gefängnis ausgebrochen. Damals gelang ihm die Flucht, indem er sich in einem Wäschewagen versteckte. Erst 13 Jahre später, im Februar 2014, wurde er in einer Ferienanlage im Nordwesten Mexikos gefasst. Dieses Mal konnte Guzmán nach lediglich 17 Monaten im Gefängnis entkommen. Die Behörden haben eine Großfahndung angeordnet. Zahlreiche Gefängniswärter werden wegen des Ausbruchs verhört. Auch das Nachbarland USA, das Guzmán einst zum Staatsfeind Nummer 1 erklärte, hat seine Hilfe angeboten.